How many times have you tried? This looks good. There are still mach hinne. Number of biblical Wieso? Creatures Wer fehlt denn? Send them my way already. Was? Can Wieso? You tell me which ones were missing exactly? That's too many variables, Cassiel. Too much work. Oh, God forbid. Was ist denn mit der Löwin da los? Da kommt sie geschlendert. Hallo? All right. It looks like we're all here. Ja, gut. Just turn into the goddamn Mann. Egg already. Die hat ja alle Zeit der Welt. So wie die, so wie die arbeitet, machen andere Urlaub hier. Thing, ja, Shut ja, up, ja. Josh. Just merge already. Biblical eagle creature. Biblical ox creature. Biblical lioness creature. And Josh. Assemble! So, ihr Leute, bevor wir irgendwas machen, bevor ich euch guten Tag sage, ziehen wir uns erstmal um. Wir wollen ja hübsch aussehen fürs Ende der Welt. Also gut, wir teleportieren uns zuerst mal in meine Wohnung. Weil dort ist, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. You have to meet BEC on Grey Street, don't ask why, just go. Okay, it's better... Okay, teleportieren in den Tresor, da ist die Muku, glaube ich, hoffe ich. So. You need to go to Grace Street at once, there's no time to explain. Moo. Ja, genau, Moo. Dann teleportieren wir uns zu Metatrons Haus. Wir müssen ein bisschen Zeit rausschinden noch. Gates, go into Metatron's studio and talk to Eve and Adam. Stall him for as long as you can. Okay, und als letztes teleportieren wir uns ins All hier. Now that is a... Weil da hinten ist die biblische Löwenkreatur. You need to go to Grey Street right now. Shit's going down. For reals? Ah, hell yes. Finally, some goddamn action. Hör auf zu labern. Geht das auch ein bisschen schneller? Okay, und zu allerletzt teleportieren wir uns ins All hier, in den Serverraum. Dort hacken wir uns in den Computer mit dem Passwort, keine Ahnung, vielleicht nehme ich 1234. So, und jetzt gucken wir mal. Aktive Sünden. Du sollst stets 2 Stunden vor einem internationalen Flug am Flughafen sein. Hört sich gut an. Du sollst nicht innerhalb einer Stunde nach deiner letzten Mahlzeit schwimmen gehen. Quatsch. Du sollst jeden Tag 3 Liter Wasser trinken. Ja, es geht auch. 4. Ne? Du sollst Wasabi nicht mit Sojasauce mischen. Sollst du wohl. Ist voll geil. Du sollst Wolle nicht bei über 40 Grad waschen. Das ist auch Quatsch. Ich wasche es manchmal bei 50. Du sollst nicht in der Dusche pinkeln. Was? Das ist das einzige Spaß, den ich noch im Leben habe. Du sollst keine Snacks unterschiedlicher Marken in derselben Schüssel mischen. Geht's noch? Du sollst keine Artikel auf sozialen Medien teilen, nachdem du nur die Überschrift gelesen hast. Das ist wichtig. Den müssen wir natürlich wegmachen. Und das soll man natürlich auch nicht. Das sind ja alles nicht, ne? So, das sollst du machen. So, du sollst keinen Artikel auf sozialen Medien teilen, nachdem du nur die Überschrift gelesen hast. Das stimmt. Du sollst keinen Ketchup auf Nudeln geben. Geht's noch? Du sollst extravagante Mahlzeiten nicht als Geschäftsausgaben angeben, selbst wenn du es mit Kollegen annimmst. Das ist ein guter Tipp. Du sollst nicht Stairway to Heaven in Gitarrenläden spielen. Das stimmt. Du sollst Spieleentwickler nicht fragen, ob man damit Geld verdienen kann. Du sollst nicht mehr als 3-mal am Tag tweeten. Das stimmt nicht. Also, du sollst überhaupt nicht tweeten. Das heißt jetzt nämlich X'en. Haha, Deadnaming. Du sollst keine Filme runterladen. Mittlerweile, wie alt ist das Spiel? Du sollst stets deinen Blinker verwenden, jupp. Du sollst deine Jacke im Winter tragen, jupp. Du sollst dein Toilettenpapier nicht mit dem Papier in Richtung der Wand aufhängen, jupp. Du sollst alte Batterien in den vorgesehenen Müllcontainer werfen, jupp. Du sollst ohne Kopfhörer keine Musik auf deinem Handy in öffentlichen Verkehrsmitteln hören, jupp. Du sollst keinen Podcast starten. Das war's für Metatron. Natürlich, Podcast ist immer gut. Ich will mehr Podcast. Du sollst das Ende von Steintafeln, Schriftrollen, Unterhaltungsmedien nicht spoilern. Quatsch. Du sollst dein Geschirr abspülen, bevor du es in die Spülmaschine legst. Quatsch. Du sollst Zahnseide benutzen. Naja, schon, aber Pflicht will ich es dann auch nicht haben. Du sollst mindestens 8 Stunden jede Nacht schlafen. Oh ja, das stimmt, mindestens.
Mindestens. To-do, Call Anker, Weekly, Passwort, plus 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cool. Okay, du sollst dann Vitamine nehmen. Ach, Quatsch. Du sollst den Ofen vorheizen, bevor du dein Essen hineinlegst. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Meine Freundin macht das als nicht. Die tut den Ofen nicht vorheizen. Also, da meine Freundin zuguckt, muss ich das jetzt natürlich wegmachen. Du sollst das Spiel nicht ausschalten, während das Speicher-Icon sichtbar ist. Du sollst deinen Einkaufswagen zurückstellen, nachdem du ihn benutzt hast. So, finde ich alles gut. Ja. Alright, let's see how it went. Hey, what were you doing in there? Oh, shut up already. So, sag mal hier. I think we took away too many sins. You mean you did? Ah, was chillin'. So brennt denn hier der Himmel? Es geht ab, es ist eine Partyhölle hier. Puri, your job is to measure the purity of a soul, right? Yeah, in theory. How many sins do you think we should get rid of to, like, have a balanced amount of purity in the souls that come up here? What? You ask me? Nobody has asked me before. Ja, dann. I think we should get rid of at least 7, but not as many. Mindestens 7, weniger als 10. Gut zu wissen, danke. What the hell are you standing around for? Go beat up Even Adam. We waited for you to show up before we got started, Cassiel. Why? We don't have time to wait around. Well, we'd better in order to Schön. Okay. Das lief schon mal nicht so gut. Pass auf, das Ding ist aber, hier haben wir irgendwo angefangen. Also, ich wollte ja nur noch mal alle Sünden durchgehen. So, pass auf, das ist, glaube ich, gut hier. So, wir müssen ja jetzt nicht ganz zurückgehen. Das haben wir jetzt schon erledigt. So. Also 7 muss ich wegmachen. Also 7 bis 9. Das ist natürlich Quatsch. Die braucht man nicht. Innerhalb einer Stunde nach deiner letzten Mahlzeit. Jeden Tag 3 Liter Wasser trinken. Kannst auch mehr trinken. Du sollst Wasabi nicht mit Sojasauce mischen, ist auch Quatsch. Also wir haben jetzt 3, 4. Das lassen wir. 5, das geht ja gar nicht. So, komm, wir gehen nochmal da unten gucken. Nerv mal ein bisschen. Die Gitarrenhändler. Sollst stets deinen Blinker verwenden, nicht wenn du den BMW fährst. Du sollst deine Jacke im Winter tragen. Du musst sie nicht tragen. Du kannst sie auch einfach anziehen. Bestätigen. So. Dann gucken wir mal, oder? Halt die Klappe. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ach, guck mal, es sieht schon besser aus, oder? Das sieht sehr gut aus sogar. Ah, guck mal, wie sie alle mit dem Hund spielen. Also alle. Eine Person. Ah, da, aber auch. Ah. Okay, das hat schon mal sehr gut geklappt. Alright, this looks good. What the hell are you standing around for? Go beat up Even Adam. We waited for you to show up before we got started, Cassiel. Why? We don't have time to wait around. Well, we'd better. In order to fight, we need to merge together into the biblical living creature first. It's a whole process. We're going to turn into an egg. We need you to kick it after 1 hour. Nach einer Stunde ist es jetzt schon zu spät. To open it from the inside. You could have just asked Puriel to do it, you know. Oh, yeah. Well, we didn't think of that. So, just kick the egg after 1 hour. All right, time to merge! We're gonna be dead by the time you hatch, so forget it, I guess. Oh, Well, it was nice knowing y'all. Ja, komm, dann gehen wir halt ohne die hin. Ist mir doch egal. 3/4 Stunde, ich mach die alleine platt. Blöde Eva. Mach ich mal sowas von Kaputski. Pass auf. Oh, look, honey. Oh. It's angel season. Wow, damn! What the hell happened? Eve just blasted you with a shotgun, yo. You're so dead. Oh, that bitch. Okay, ich merke schon, wir müssen da deutlich schneller werden. Also, zurück. Und als allererstes, na, es tut mir leid, aber die Klamotten kommen aus. Ich will schön aussehen. So. Also, los geht's. Teleportieren in meine Wohnung.
You have to go meet BEC on Gray Street. Don't ask why, just go. Gut. Teleportieren in Tresor. Okay. You need to go to Gray Street at once. There's no time to explain. Moo. Gut. Weiter geht's. In Metatrons Haus, damit wir ein bisschen mehr Zeit kriegen. Did you? Ja. Yep. Oh, okay. Well, don't bother Gate, telling go us. Into Metatron's studio and talk to Even Adam. So. Teleportieren. Jetzt wären wir noch im All hier. Stall him for as long as you can. Mit ihr reden. Die brauchen ein bisschen länger. Hallo? You need to go to Gray Street right now. Shit's going down. For reals? Und jetzt beamen wir uns zu allerletzt. Ins All hier, in den Serverraum. So, 1, 2, 3, 4. At least 7, but not as many as 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist mir das Wichtigste. Und am Schluss. Vitamine braucht keiner. Zack. Alles klar. Hey, none of your business. Leave me alone. Das wird knapp. So, da ist wieder alles soweit im Load. Das ist schon mal gut. Alright, this looks good. So, mach Pinne, mach Pinne. Wieso? Wer fehlt denn? Was? Wieso? Can you tell me which ones were missing exactly? That's too many variables, Cassiel. Too much work. Oh, God forbid. Was ist denn mit der Löwin da los? Da kommt sie geschlendert. Hallo? It looks like we're all here. Ja, gut. Just turn into the goddamn Mann, egg already. Die hat ja alle Zeit der Welt. So wie die, arbeitet, machen andere Urlaub hier. Thing, ja, shut ja, up, ja. Josh. Just merge already. Biblical eagle creature. Biblical ox creature. Biblical lioness creature. And Josh. Assemble! The living creature is ready! We're gonna stand here for about 5... Just go! Prepare to get smacked, Even Adam! You brought a comically large sword to a gunfight? Uh-oh. What? The living creature just got whacked, yo. Oh, shit. What? They need a better weapon to take on Even Adam, Cass. That sword ain't cutting it. No pun intended. Hmm. Like a weapon of unimaginable power / indescribable destruction? Echt jetzt? Okay. Pass auf. Dann machen wir das einfach so. Fangen wir bei dem hier an. Das ist der Ochse. You need to go to Gray Street at once. There's no time to explain. Moo. Genau, weiter geht's. Wir teleportieren uns. Boah, ich war da noch gar nicht. Okay, dann gehen wir da erstmal hin. Da war ich noch gar nicht. Siehst du das? Ich muss ja das hier holen. Moment, was muss ich machen? Ich dachte, ich muss das Bild holen. What were we trying to do right now? No clue, Cass. Wasn't paying attention, yo. Danke. Ja, aber... Moment, habe ich das noch im Inventar? Natürlich, Mann, ich hab's die ganze Zeit im Inventar. Ja, okay, das war ein bisschen doof. Moment, das kriegen wir besser hin. Ja, komm, machen wir nochmal von vorne.
Wichtig ist, Klamotten ausziehen, ihr wisst es. So, also, los geht's, teleportieren. Wir teleportieren uns zuerst in die Wohnung. So, Josh, you auf have to geht's. Meet BEC on Gray Street, don't ask why, just go. Teleportieren. Okay. You need to go to Gray Street at once. There's no time to explain. Move. Teleportieren. All hier. Und zwar, sie hätten wir eigentlich zuerst holen sollen. Weil die braucht ja ewig. You need to go to Gray Street right now. Shit's going down. For reals? Ah, hell yes. Finally, oh, some goddamn action. Ah, ist ja schlimm. So. Wir hoffen, dass es klappt. Ansonsten gehe ich demnächst zuerst zur Löwin. So, in den Serverraum. 1, 2, 3, 4. Einreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und irgendeine Bonus. Podcast starten. So, 7. Alles klar. Wir beamen uns gleich wieder raus. In die Gnadenstraße. Alright, this looks good. There are still ja, an unspecified number of biblical creatures missing. So doof, ne? Send them my way already. Can't you tell me which ones were missing exactly? Okay, komm. Wir machen das gescheit hier. Pass auf. Wir beamen uns gleich. Weil die braucht ja ewig. Wir beamen uns gleich ins All hier. Labern die erstmal zu. You need to go to Gray Street right now. Shit's going down. For reals? Dann beamen wir uns in den Serverraum. Oh, hell yes. Weil also alle anderen sind halt einfach schneller. Guck mal, die steht immer noch da draußen und labert. Das ist doch Quatsch. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und du? Jawohl. Dann beamen wir uns in die Wohnung. So, Josh. You have to go meet BEC on Gray Street. Don't ask why, just go. Und dann beamen wir uns zum Schluss in den Tresor. Okay, it's better be. Zu ihm. You need to go to Gray Street at once. There's no time to explain. Moo. Moo. Genau. Und wir teleportieren uns jetzt in die Gnadenstraße und warten da, bis die Kuh auftaucht. Es ist noch fast gar keiner hier. Sind wir zu schnell oder was? Guck mal her, wir können mal ein bisschen mit ihr reden, oder? Josh ist hier. I don't really know what I'm supposed to be doing. I'll chill here until you save us all, I guess. Gute Idee. Ist sie immer noch unterwegs? Ernsthaft jetzt? Geht das auch einen Schluck schneller, oder wie? Yeah. All right, it looks like we're all here. Just turn into the goddamn egg already. Hurry! I'll kick you after an hour. Pretty impressive how you remember. Oh, shut up, Josh. Just merge already. So, Hucke. Biblical eagle creature. Come on, hurry up. We all know who's here. Assemble! So, gut. Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, wie das jetzt mit dem Spiegelding da. Ah, ich hab vergessen. Oops, forgot to ask Gabe to distract Ich hab Gabe vergessen. Mann, ich hab Gabe vergessen. Okay. So, diesmal als allererstes. Ja, komm, jetzt sind wir hier. Yep. Eigentlich als allererstes. Gabe, go into Metatron Studio and talk to Even Adam. So. Stall him for as long as you can. You need to go to Gray Street right now. Shit's going down. For reals? Ah, oh, hell. Hey, nee, das machen wir nicht nochmal. Komm her. Erst ins All hier. Erst die Tula anlabern. So. You need to go to Gray Street right now. Shit's going down. For real? So. Wenn wir schon mal hier sind, ich meine, eigentlich ist es egal, dann machen wir das hier gleich. 1, 2, 3, 4, einreichen. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. So, passt. Jetzt gehen wir in Metatrons Haus. Halt die Klappe. Oh, okay. Well, don't so, halt sie noch ein bisschen auf. And talk to Even Adam. Okay, weiter geht's. Teleportieren in den Tresor zur Kuh. You need to go to Grey Street at once. There's no time to explain. Move. Und am Schluss in meine Wohnung. Wir müssen noch Gabe holen. Nicht Gabe, Josh. Gabe haben wir schon. You have to meet BEC on Grey Street. Don't ask why, just go. So, auf geht's. Und wir teleportieren uns okay. auch direkt hin und gucken, ob schon irgendwer da ist. So, jetzt gucken wir erstmal. Ah, nee, das ist nicht die Kuh. Ich dachte, die Löwin kommt jetzt hier irgendwo. Ah, guck mal, wie sie. Yes, hast du so eine langsame Löwin schon mal gesehen? So. Also, sieht gut aus, denke ich. Da dürfen wir nicht rangehen, sonst erschießt sie uns wieder. All right, it looks like we're all here. Just turn into the goddamn egg already. Hurry. I'll kick you after an hour. Pretty impressive. Oh, ja, Klappe halten ist schon gut. Already. Und du mach ein bisschen schneller. Assemble, auf geht's. Assemble. So, guck mal hier. Ah. Tick. Aber was mache ich jetzt mit dem Bild? The living creature is ready! We're gonna stand here for about 5 BC! Ah. Hold up! Ja, ja, ja. We need a weapon of unimaginable power slash indescribable destruction to take on Even Adam. Are you saying what I think you're saying? Sure am. Oh yeah. Shit! That's yeah, yeah. Kill as hell, Cassiel! Combine it with the comically large sword and give it back to me! What? What do you mean, combine? Yeah, keine Ahnung, kombinieren habe ich noch nie gemacht. Cassiel. We need 2 hands to carry it. Hurry, just combine it with the painting. What the hell are you talking about? It looks like you're trying to combine 2 items, Cass. Aye. Yeah. Start with opening your inventory. What? We're doing a tutorial now? Du kommst jetzt mit einem Pick the item you want to combine. I could combine shit all this time. Alright, now pick the other item you want to combine. And there it is, yo. You just combined 2 items. Will I ever need to do this again? Oh, yeah. Plenty, I bet. Alright, here. I combine the items. Remember not to look at the painting. Thanks, Cassie girl. You're biblical as hell, too. Danke. Now, irgendwie. Let's guard Junge, that Nippel hat der, ach. Prepare to get smacked. Even Adam? You brought a comically large sword to a gunfight? Actually, we brought some art as well. Feast your eye! Oh, pieces. All right, is everyone ready? A 1, a 2. Guck mal, aber Adam ist es egal. Der versteht einfach nichts von Kunst. Oh, that really did a bummer on my back. Oh, thanks, biblical ox creature. Okay. You two ready to go home? Ow. Azriel, mind teleporting them back to hell? Nah, I'll give them a lift. Headed that way anyways. No. Thanks for lending me your clock, even though this whole thing was your fault. Yeah. Thanks for fixing the consequences of my horrible actions. Oh Gott, nehmt euch ein Speaking Zimmer, of horrible hey. Actions, what are you gonna do about those coffeetarians? I'll make sure to horse sigil proof myself for when those idiots realize we gave them a fake picture, yo. We'll be fine. Okay, if you say so. Ah, for sure. Mm-hmm. Aye, you two. Let's take you to jail. Here we go. Don't forget to hold your breath. Ach, zu denen sagt das. Check out all the crates we got from guarding the throne! Yeah, it was about time we got to smack somebody. Well, folks, I suppose we should go back to guarding the throne now that there's all these humans running around. Oh, yeah! Let's smack the shit out of anyone who comes near it! Hey, don't hit them too hard, all right? They aren't really that mean, just stupid. Whoa. Finally, some human souls. The spilt! You literally saved heaven 3 times in a day, Cassiel.
I did, didn't Wieso I? Macht die hier einen Guess Moonwalk I have dahinten? To go and actually do some Lore's work too now, huh? Lässig. Still don't really know what I'm supposed to do, though. Should I get a burning sword, you think? No, Puri, listen. God is dead. I don't think we need to smack people to do Lord's work anymore. Wait, God is dead? Huh. Thought I'd care more. Then again, I never even met him, so... Whatever, I guess. Yeah, just pat the humans on the back and send them through the gate. Ditch the soul purity meshifier. You think I can do that? Because I will. I hate that thing. Alright, I'm gonna go get started. See you around. I should probably take this thing back to the vault. Eh, no rush, though. Excuse me, have you seen my dog Fido? He was the bestest boy. I really hope he's here somewhere. He probably is, buddy. All dogs go to heaven. What did he look like? He had, like, huge puppy eyes and golden fur and the funniest flappy ears you've ever seen. Oh, you know when you your ears say. Get, like, folded? So cute. I'm actually a little bit allergic to dogs. My nose starts running, my throat itches a little, but I'm not allergic enough for my eyes to swell up. Aber nicht allergisch genug, um keine Katzen zu haben. Well, I always say, a slightly itchy throat and a runny nose is worth it for the small price of unconditional love. Also jetzt nicht bei Hunden, Hunden mag ich nicht so. You folks have coffee here. I love coffee. Never after 6 o'clock, though. The world can end at 6 o'clock. Keine Ahnung. Ich trinke heute noch keinen Kaffee. Ich habe jetzt sogar komplett aufgehört, Koffein zu trinken. Ich habe ja nur noch Mate getrunken. Allerdings, ich bin alt. Und ich habe dann immer erhöhte Schleimproduktion gehabt. Und dann habe ich mal aufgehört, Mate zu trinken, auf Anraten meiner Freundin. Und was soll ich sagen? Ist besser geworden. Trinke ich nur noch Mate am Wochenende. Schade um die Mate. Aber die läuft ja nicht weg. Pictures of all so. Four horse people of the apocalypse are finally in our possession. Oh yeah, go Milky! The best time to release the pictures is in exactly 8 years, according to social media analytics. Until then, make amends, see the world, and Ach, eat Jan. Well. Spiel, Spiel 2016. Is nigh. For the bees! Okay, so das war's jetzt aber, oder? Ja. Die Giesle Solveberg, Solfberg, keine Ahnung. Ein Klatschen. Nett, oh, ich dachte, ich kann mitklatschen, na, geht nicht. Na, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. So. Resümee zum Spiel. Oh, war schon richtig geil. Doch, das war schön. Dummer Humor, wie ich ihn mag. Wer ist denn der Lila ne, da? Was? Heaven Top, okay. Hä? Also, ja, dummer Humor, wie ich ihn mag. Irgendwas mit Bibel, wie ich es mag. Also, ich glaube nicht an das ganze Zeug. Ich finde es nur saumäßig interessant. Da kann man ja nichts dagegen sagen, ne? Ist schon eine coole Fiction irgendwie. It was nice talking to you, Mr. S. I'm looking forward to serving you, sir. We'll do great things together. Hey there, lad. How's it going? Once the green imp flies down and serves the red crown. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, ich hab's verstanden. So, ja. Und, nee, das war richtig gut. Also ich hatte ja anfangs Angst halt, weil Adventure, weißt du? Und dann, oh, dann bleibst du hängen und dann bist du so doof und so. Aber nö, die Rätsel waren durchaus machbar, sogar für mich. Man musste nicht irgendwie so richtig Point-and-Click, also so bestimmte Sachen absuchen, sowas. Das Zeitreise-Gedönse-Ding war geil, einfach verständlich, gute Steuerung. Was will man mehr? Gutes Spiel. Kriegt 7 von ist eine Ohrenschmalzen. Keine Ahnung. Ich muss mir irgendeine Bewertung aus den Fingern saugen.
Huch. Ihr wisst, was ich meine. Guck mal, da ist die Arche Noah. So, ja, jetzt tue ich ja immer noch da drüber labern. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Es interessiert ja eh keine Sau. Oh. Bald eine Beautiful. Ach so, jetzt wird hier die Synchronsprecher. Wieso hat ein Josh da einen Strich vorne dran? Hm, interessant. Wer ist Björn? Ja, so. Wieso ist da ein Axolotl oder was das ist? Was ich jetzt, ja, ich hab's. Weiß nicht, wer hat sie vor, keine Ahnung, letzte Folge, die ihr nicht gucken sollt, weil sie so langweilig ist, geguckt hat, wird festgestellt haben. Ah ja. Ein Makami. Ja, die ist gerade wieder angesprungen gekommen. Nur um sich auf meine Tastatur zu setzen. Ja, wer die Folge geguckt hat, wird festgestellt haben, dass ich versucht habe, möglichst viel Achievement und Zeugs zu kriegen. Nein, ich habe es nicht auf 100%. Da sind dann so Sachen dabei wie, ich weiß nicht, man muss 7 Hunde hintereinander richtig raten oder so. Ich weiß nicht, ob die in einer gewissen Reihenfolge kommen oder nicht. Also, das ist was, wo ich mal überhaupt keinen Bock drauf habe. Okay. Ja, oh, the Holy Ghost Dorn. Ja, dann war da noch so Sachen wie, dass der Älteste 7, habe ich den nicht beleidigt? Ich habe ihn doch alleine schon mal deshalb beleidigt, dass ich ihn unterbrochen habe. Also ich muss ja alle Ältesten beleidigen und den 7er habe ich gar nicht drin gehabt irgendwie. Also, komisch. Dann fehlen mir noch ein paar Ältesten. Es fehlen mir noch andere Sachen, die ich nicht gekriegt habe. Ist aber auch nicht schlimm. Ich bin keiner, der Spiele auf 100% spielen muss und vor allen Dingen meist auch nicht spielen will. Wenn es dann halt so Sachen sind, wo du dann halt... Hey, die Musik macht mich gerade fertig. Ja, wenn es dann so Sachen sind, die halt einfach nur komische Fleißaufgaben sind. Hier, mach 1000-mal das oder so. Ach, nee. Wenn man während dem normalen Spiel schon Sachen irgendwie ansatzweise freischaltet, also hier, mach 5-mal das und dann habe ich das schon 2-3-mal gemacht. Ja, komm, nehmen wir mit. Ältesten finden. Das ist jetzt... Ja, habe ich jetzt halt so gemacht, aber nur, weil ich halt schon ein paar hatte. Wenn ich jetzt am Schluss irgendwie, ah ja, du musst noch 30 finden, ja, oder so wie jetzt, ich muss noch 4 oder 5 finden, ja, ist schon in Ordnung. Lassen wir einfach gut sein. Macht das nix. Ich muss gerade gucken, ob man hier sind die Ohren meiner Katze, die gerade einen langen Hals macht. Ich weiß aber nicht, warum. Guck hier, Mädchen. Ja. Oh, was hat sie denn gesehen? Irgendwas furchtbar Interessantes muss sie sehen. So wie es im Kopf steckt. Können wir machen. Jetzt runter. So, tue ich noch ein Bild? Ja. Oh, jetzt habe ich die Kamera verschoben. Egal. Ja, merkt ihr, dass ich gerade nichts zu erzählen habe? Keine Ahnung. Jetzt kann ich endlich schlafen gehen. Mal gucken, was wir morgen spielen, weiß ich noch nicht. Ich habe allerdings, ich meine, wir haben jetzt gerade erst ein Adventure gespielt. Ich will jetzt mal irgendwie wieder mal was anderes spielen. Wir haben noch ein oder zwei Runden Slay the Princess offen. Und dann hätten wir das auch durchgespielt. Nicht alles gesehen, aber durchgespielt. Aber eigentlich will ich mir das noch ein bisschen aufheben. Es ist halt echt so, weil, keine Ahnung. Was haben wir denn noch Feines? Ich habe mir, wo wir gerade bei Adventure sind, ich habe mir gestern im Humble Bundle Telltale Humble Bundle gab's. Mit den neueren Telltale Sachen, also die ich nicht habe. Ich habe ja nur die uralten gespielt, also Jurassic Park habe ich gespielt, Zurück in die Zukunft und Game of Thrones. Ich glaube, das war's eigentlich. So viele Telltale Sachen habe ich gar nicht gespielt. Ja, und das Humble Bundle war das komplette Walking Dead Gedönse, wo ich nur wirklich Staffel 1 erste Folge kenne. Die gab es damals kostenlos auf der 360, deshalb habe ich sie gespielt. Dann gab es 2 Batman-Spiele. Keine Ahnung. Dieses Weltraumspiel nach der Serie, wo ich den Namen vergessen habe, aber die Serie habe ich geguckt, die erste
ein oder zwei Staffeln habe ich geguckt. Bear John Johnson. You like Bear John Johnson? What's wrong with Bear John Johnson? Was ist noch drin? Monkey Island? Telltale Adventure? Da hätte ich schon eventuell schon eher Bock drauf irgendwie. Und ich glaube noch irgendwas. Vielleicht war es das auch schon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sind halt Adventures. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal was anderes spielen. Keine Adventure, kein Text irgendwie was. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, was ich da nehme. Ich streichle hier die Katze, falls ihr euch fragt, was ich mit meiner Hand mache. Also, mal gucken. Vielleicht finde ich habe ja noch einen Haufen Spiele auf halbe, irgendwas kurzes, kleines. Ich weiß gerade, was ich gesagt habe und ihr wisst genau, was ich jetzt sagen würde, aber ich spaß mir dieses Mal. weiß nicht, ist schon Action vielleicht, irgendwas. Das Problem ist halt, ich hätte halt gern irgendein Spiel, was vielleicht nicht länger wie 2-3 Stunden dauert, so wie dieses Spiel. Da steht ja, wie gesagt, habe ich irgendwann mal erwähnt, irgendwann innerhalb der letzten 15 Folgen oder so, dass ich vor jedem Spiel auf How Long to Beat gehe und guck, wie lang das Spiel im Schnitt dauert zum Durchspielen. Und daran orientiere ich mich, weil ich meine, bei so Sachen wie, keine Ahnung, was war das letzte längere, ewig lange, was ich gespielt habe? Dragon's Dogma 2, da war mir klar, das wird nichts, was den 10 Stunden spielst. Da habe ich auch gar keinen Bock gehabt, das so durchzuballern. Aber bei dem Spiel haben sie gesagt, ja, dauert 5 Stunden. Wenn du noch Achievement holen willst, dauert es vielleicht 6 Stunden oder so. Das müsste jetzt Folge 16 sein. Eine Folge dauert mindestens bei mir eine halbe Stunde. Das heißt, wir wären jetzt eigentlich bei 8 Stunden. Aber Folge 13 hat ja alleine schon mal 2 Stunden gedauert und ich hatte auch sehr viele Folgen dabei, wo es 45 Minuten waren. Diese hier nicht, sehe ich gerade. Die steht gerade bei irgendwas über 30. Nicht schlecht. So, sag mal, wie lang kann denn so ein Abspann gehen? Ich habe wirklich nichts mehr zu sagen. Ich kann auch ein bisschen meine Katzen die Kamera halten. So, keine Ahnung. Komm her, Mädchen. Ja. Ja, bist du ein gutes Mädchen. Schnurri. Voll der Schnurri. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Das ist gerade eine gute Idee. Jetzt kann ich nämlich noch in Ruhe meine Katze streicheln. Und dann gehe ich zu der Freundin und streichle ihre Katze ein bisschen. Wir haben nämlich 2. Mit der von der Freundin sogar 3. So. Ach so, ich kann keinen A-Knopf drücken, weil mein Controller aus ist. Kannst du mal sehen. Moment, wir... ich glaube, wir haben es geschafft. So, mal gucken, wie lange wir gebraucht haben. Keine Ahnung. Steht da nicht. Nun denn, ihr Leute. Genau. Winke, winke. Dann verlasse ich euch. Dann entlasse ich euch. Hey, ist das Josh, der da steht? Er hat gar keine Brille auf. Dann entlasse ich euch jetzt mal, in den Abend, in den Morgen, in den Tag oder in die Nacht und sage Tschüss, schaltet morgen wieder ein, da gibt's dann was anderes. Zumindest habe ich das vor, okay? Winke, winke.